Weil das ist halt für das Kind ultra kacke. Aber du kannst, also was? Ne? Luna mochte keiner in der Schule und alle, hat alle ausgegrenzt. Ja, das rede ich mir jetzt so ein. Das finde ich gut. Also es lag gar nicht daran, dass die mich nicht mochten, sondern ich mochte die einfach nicht. Ach so, muss ich das in der richtigen? Nee, das geht immer in die gleiche. Oh, warte. Oh, warte! Oh, das war aber jetzt mir zu schlau, ne? Warte, aber das kann ich ja auch. Oh. Was? Was bitte? Ich brauch. Okay, also wenn ich das anleuchte, geht das hoch. Okay, wartet. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay. Ich habe ich überhaupt genug Batterien für den Kack? Was ist, wenn ich. Okay, es liegen zwei Packs. Aber was passiert, wenn ich da. Was war das? Was ist passiert? Okay, ich habe eine Idee. Okay, das ist nicht. Ich muss wissen, was da passiert. Alle drei müssen gleichzeitig. Du hast halt nur einen Stahl. Wenn du hochgehst, dann machst du den. Wenn ich den hier hinschiebe. Nicht so ganz. Okay, warte, es muss noch irgendwas geben, oder nicht? Also, weil den brauche ich dann, um den großen anzuleuchten. Aber was ist mit dem? Wisst ihr, dann geht der ja erst hoch. Das heißt, er muss angeleuchtet werden. Und der muss aber auch den anleuchten. Da, den da. Aber nicht lang genug, glaube ich. Noch nicht richtig. Warte, das muss. So. 10 das noch? Nee, ne? Okay, wartet mal. Das zählt. Reicht das? Ich glaube nicht. Ich sehe aber halt von hier aus auch nicht, was das. Immer noch nicht. Warte mal, hä? Muss es auf die. Muss es da hinten hin? Nee, das geht gar nicht. Hä? Okay, warte mal. Weil das geht ja ein bisschen schräg. Muss das wirklich da hinten? Geht nicht weiter. Gib her. Das war aber also. Boah. Danke. Ich habe uns da noch 10 Minuten rumjustieren gesehen. Was? Warte mal, ich habe keine Batterien mehr. Moment kurz, bitte. Das wird nützlich sein. Wechselskin. Angetötet. Super. Zwei machen nicht mal ganz voll. Das ist halt schon dreist. Das ist aber schon so ein normaler, ne? Kann ich den von hier aus? Nein! Die Antwort. Ist nein.
beruhigen Sie sich. Okay, den Schlüssel habe ich jetzt. Das heißt, ich muss jetzt einfach den ganzen... Also, einfach... Da war noch eins! Wo? Das nehme ich mit. Ja. Nicht schießen. Ja. Hat er verdient. Mann, ihr seid alle so scheiße und ich hasse euch alle. Okay, Entschuldigung, ich musste kurz mal meine Meinung... Oh. Sagen. Muss ich denn da lang? Ja, muss ich. So. Warum es nicht mehr einfach alles weglasern können? Finde ich auch. Außer jetzt gerade, weil ich mir Batterie sparen. Oh. Ich habe heute aus Versehen. Habe ich mir zu wenig Reis gemacht, deswegen habe ich Hunger. Ich habe aus Versehen statt einer Dreiviertelschüssel nur eine halbe Schüssel gemacht. Also Schüsselchen, halt so kleine Schüssel. Und deswegen habe ich jetzt Hunger. Das ist blöd. Das macht mich traurig. Es war nicht schlau von mir. Aber ich wollte dann nicht nochmal kochen. Und deswegen bin ich jetzt ein sehr trauriger Mensch und ich hoffe, ihr habt alle Mitleid mit mir. Ja. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Also ich muss auf der anderen Seite. Pflanzen essen. Also es war Gemüse in meinen, also Dingern, meinen Teigtaschen. Und dann die Ding. Mandu. Also es sind Gyoza. Es sind, da steht Gyoza drauf. Ja. Dankeschön, Kipi. Ich dachte, es wäre ein Pokéball gerade, also ein Voltoball. War es aber nicht. Dann habe ich gesehen, dass das Reis ist. Toll! Schlaf gut, Caruso, träum was Schönes. Mando. Hallo, ist hier jemand? Gyoza sind echt lecker. Ja. Ich könnte den Knopf drücken, aber wofür? Oh. Der hat ein hartes Wochenende. Okay, ich drücke. Eins der Ventile fehlt. Ich drücke nicht, natürlich. Also ich habe das Gefühl, ich mache jetzt was und dann wird es richtig schlimm. So, das ist gerade... Ich habe ein Ventil gesehen. Und hier, seht ihr, wenn ihr da durchguckt, seht ihr da? Da seht ihr das Ventil. Ja. Ich glaube, das wird nicht lustig. Ich werde jetzt irgendwas triggern. Ich werde das wahrscheinlich aufheben und dann kommen sie alle angerannt oder so. Oder es kommt wieder der Typ. Der Nervige. Hier sind Batterien, das ist wichtig. Hallo! Was machst du da? Du bist ein bisschen verbrannt. Sieht aus, als würdest du irgendeiner Maschine gehören. Ein Ventil. Das ist nützlich. Ist ein Pudding. Ich habe keinen Pudding. Oder ich mach das Ventil rein und dann trigger ich alle, richtig? Aber ich habe Gummibärchen. Das ist auch gut. Gut. Nicht? Wirklich nicht? Oh, ich könnte aber wieder zurückgehen.
Warte, ich gehe mal zurück, weil da war auch so eine Tür, die wir nicht aufmachen konnten, weil da Feuer war. Wo Weltuntergang? Ich weiß es nicht. Ich dachte, da wäre jetzt voll das Krasse. Also einfach geradeaus und die erste rechts. Also geht ja nicht mehr. Mit einfach geradeaus geht's nicht. Oh. Ich finde das nett, weil das Spiel ist halt so sneaky. Dass es für Babys gemacht ist und deswegen ist das genau mein Schwierigkeitsgrad an Sneak. Gut, aber dann nehme ich die jetzt halt mal. Hm. Gut, ich dachte, das hat jetzt überall gesprengt, aber gut. Es war nur ein Ding. Genau wie Metal Gear Solid. Nein, Tani. Nein, es wird kein Metal Gear Solid hier geben. Nein. Genau das richtige Game. Nee, nicht das richtige. Es ist immer noch Stealth und Stealth ist immer noch nicht mein Lieblingsding, aber ich nehme es in Kauf. Genauso wie ich das Jump'n'Run bei Bramble in Kauf genommen habe. Weil das Spiel das wahrscheinlich sehr wert sein wird. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was passiert, aber ich denke. Das klingt nach Mais. Emily? Wer versteht? Wer versteht's? Hä? Sieht aber nicht aus wie ein Pokémon, Tani, da hast du Unrecht. Nee, Birba, du warst es, ne? Wer war's? Wer kriegt jetzt einen Klaps auf den Popo? Die Kreatur konfrontiert? Was? Nee, wegen Mais, Korn, Porn? Bisher, also, naja, egal. Vielleicht noch kein Pokémon. Du hast recht. Ah, das wird ein Pokémon. Muss ich das Monster konfrontieren? Es ist echt laut. Stopp, das ist echt laut. Warte, ich möchte kurz jetzt. Ist besser so, ne? Ich muss ihn zum Wasser locken. Und jetzt? Ja, und jetzt? Apropos Wasser, gönnt euch doch mal einen Schluck Wasser. Ich find's lustig, wie man das einfach im Mikro hört, das gluck, 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 gluck. Ich glaube, wer ahnt was? Ich glaube auch. Was mache ich jetzt? Das Wasser. Geh rein. Das muss, glaube ich, sein Auge. Ah! Ah! Noch mehr Wasser. Digi, was tust du? Ach, ach so. Bitte, was hat er jetzt gemacht? Würde.
Irgendwie der Letzte will nicht. Das zählt nicht, schade. Oh, der hat sie aber lang. Okay. Ich dachte, dass ich das vielleicht damit. Ich glaube, der ist jetzt wütend geworden. Es ist noch zu früh zum Feiern. Habt ihr gehört, Emily, Chat, ja? Mich. Gut. Wir feiern jetzt nicht. Erst um 0 Uhr. Hab's zuerst gesehen. Gut. Okay. Wir gehen dem jetzt hinterher, oder was? Ja, klar, warum auch nicht? Hier kann ich nicht raus, das heißt, ich kann ja nur da raus. Gut. Ach so, ich war wirklich gleich direkt hinterher. Wieso gehe ich jetzt wieder zum Hinterhof? Ist die Tür immer noch verschlossen? Das Futter... Feuermonster ist Wasser. Ah, ist doch ein Pokémon. Wasser ist effektiv gegen Feuer. Das Futter, ich habe wirklich gerade Futtermonster gelesen. Ich weiß auch Emily nicht. War im Auditorium. Ich hoffe, sie ist noch da. Und was mit dem BMW-Torium? Und dem Mercedes-Torium? Und viel wichtiger mit dem Hyundai-Torium? Blank lol. Das spaltet den Chat. Let's go. Oh, ich dachte, es wäre abgeschlossen. Toyotarium. Also ich glaube, wir müssen das wann anders fertig machen. Ist das so eine Art gemeiner Witz? Da weint was? Emily ist direkt hinter dieser Tür. Nein! Wer macht denn sowas? Von der anderen Seite verschlossen. Hör auf, da zu schreien. Das macht mich auch nicht schneller. Ja, ich würde hier gerne erstmal holen. Kann ich nicht. Gut. Ich vergesse immer wieder, dass ich eine Taschenlampe habe und die auch raustun kann. Also rausholen kann, solange kein Monster in der Nähe ist. Jetzt hör auf! Bitte, lass mich allein. Alles, was mir so oft passiert hat. Ja! Ja, er ist schuld. Weil, also ich wäre niemals schuld. Ein seltsames Buch. Im Rampenlicht. Warum lachen mich alle mal aus? Warum lachen mich immer alle aus? Egal, was ich mache, die Kinder machen sich immer lustig über das, was ich sage oder wie ich rede. Als wäre ich im Fernsehen und alle würden zuschauen. Wenn ich im Unterricht eine falsche Antwort gebe oder beim Sport hinten falle, reden am nächsten Tag alle darüber. Wenn ich Gruppen von Kindern sehe, bekomme ich es immer mit der Angst. Ich weiß, dass sie über mich reden. Was stimmt nicht mit mir? Ich will mich einfach verkriechen und nie wieder hervorkommen, aber ihre Augen sind überall. Früher wollte ich mal Freunde, jetzt will ich nur noch in Ruhe gelassen werden. Vielleicht vergessen sie mich ja, wenn ich einfach ganz still bin. Das war auch so eine Sache, die musste ich mir so krass abtrainieren. So, nein, nicht jeder Mensch
macht sich gerade über dich lustig. Was war... Okay, nicht dran denken. Okay, wo war ich das? Okay. Na. Gar kein Problem, ich versuch mal, ne? Ich weiß nicht, was ich da gerade gemacht habe, ne? Hä, wofür brauche ich das? Ich muss wahrscheinlich... Wahrscheinlich muss ich von da oben das machen oder so. Vielleicht? Nee? Hä, warte mal. Habe ich eine Dose? Habe ich jetzt gemacht? Hä? Hä? Wo bin ich? Ich gehe mal ins andere Ding. Wir gucken das gleich nochmal an. Da kann ich gar nicht hin. Da kann ich nicht hin. Okay, wir gucken es uns natürlich jetzt an. Habe ich jetzt mal dran. Ah, den habe ich einfach noch nicht gesehen. Aha, danke. Ah, dann weiß ich ja, wofür ich es brauche, um mein Ding zu verlängern. Das ist eine Pumpe. Das ist kein Stein. Das ist alles Einbildung. Okay. Andere Idee? Es ist nicht nur zum Verlängern, es ist auch dafür da, dass ich nicht in das Elektrozeug muss. Okay, das zählt. Verlängern mit Pumpe? Ja. Ja, ja. Ich habe heute viel gelernt. Yeah! Yeah! Sie auch. Okay. Wow. Ist das das Endloch schon wieder? Muss ich da runter? Das ist verrückt. Bin ich noch in der Schule? Das sieht jetzt eher aus wie so Mine. Dass es eine echte Mine in einem Gebäude gibt. Naja, unter einem Gebäude, aber ja. Ist schon okay. Ich habe eine Shortkatze. Ich habe Fragen. Stehen? Die hatte ich. Was? Was oh. Ist denn das? Anderen Seite verschlossen. Und jetzt. Ach, ich habe ein Auge zerstört. Emily ist direkt hinter Wo dieser Tür. Wo war noch mal das Auge? Hier. Ah ja, hier. Könnt ihr bitte alle aufhören zu lachen? Ich hasse fröhliche Menschen. Oh, danke. Oh, danke schön. Das ist aber nett. Was passiert hier denn? Was passiert hier? Hä, was tut ihr hier? Hört auf! Okay, ich kann einfach was dazwischen schieben. Wir hören hier schon auf. Ja, hört auf, Spaß zu haben! Hallo, Matrollo. Kann ich das so schieben, dass es die, das und das blockiert? Nee, ich muss mich entscheiden.
Das geht doppelt dahin. Ich brauche den Urstrahl. Ich brauche den Urstrahl. Du bist auch nicht der Urstrahl. Okay, ihr braucht nicht alle drei. Aber habe ich jetzt schon was frei? Weil ich ja jetzt eins ab... Ah, hier ist... Gut, man könnte vielleicht das nehmen. Ich bin mir nicht sicher, aber wäre vielleicht eine gute Idee. Oh, was stehst denn du da? Ich habe eine Frage, wenn ich das jetzt nehme. Obwohl, nee, also ich muss, glaube ich, da raus, ne? Das habe ich ja freigeschaltet. Jetzt zeige ich den Urstrahl. Hä, ich kann da nicht raus. Kann ich vielleicht jetzt doch das für beide dahin schieben? Nee. Aber es ist hoch. Das heißt, eigentlich müsste es das sein. Ach so, es war nur das eine wichtig. Ah! Das wusste ich natürlich. Genau das war mein Plan. Ja, ja. Genau das. Danke, danke. Mein Vater hat gesagt, Glück ist Geschick, Tireline. Müsste zu den Theatertüren passen. Der Schlüssel, endlich! Halt durch, Emily, ich komme! Danke, Matrolo. Warum war mir klar, dass der kommt bei der Filmrolle? Hm. Der ist ja noch da. Was ist das? Ich bleib hier noch mal. Eine Runde sitze ich noch mal aus, ja? Alles gut, das geht schon. Seht ihr, das geht alles. Und hier nehmen wir den und da drüben ist ja noch einer. Easy peasy. Gar kein Problem. Ich halte es nicht mehr aus. Jetzt hör auf zu jammern. Ich glaube, das ist eher, dass wir Angst vorm Rampenlicht haben. Ich glaube, wir haben also Angst davor, die Aufmerksamkeit zu... Ich glaube, das ist eher... Wir haben Popaben. Können Sie sich hinsetzen und den... Hallo, Handbarten.
Klar fängst du jetzt weiter an, wenn ich da gerade durchgehe. Ah! Jetzt macht das Licht aus. Er hört halt nicht mehr auf, ne? Er hört halt wirklich nicht mehr auf. Ich glaube, er ist festgebackt. Ist egal. Emily, ich werde das beenden. Halte durch! Ja, halte durch. Ich weiß genau, was ich tue. Aua! Okay. Beeil dich. Der lässt nicht mehr los. Soll das so? Ist das, weil ich mich für meine Schwester opfere? Oder habe ich ihn festgebackt, weil ich ihn provoziert habe? Warte mal. Das gefällt mir. Warte, so. Ich komme, Emily! Also wenn der mich eh die ganze Zeit auf dem Kieker hat, dann kann ich auch einfach durchrennen. Unsere Geheimnisse gehören uns. Besiege das Monster in der Aula. Ey, diese undankbare Drecksgöre. Was haben wir ihr angetan? Ich glaube, das war mit Absicht, weil hier liegt überall Heilzeug rum. Das nehme ich mit. Ich rette die und die rennen jedes Mal wieder. Ach, ich hätte auch werfen können. Hey, also... Hey, das ist also, ne? Also, das ist ja der easy way out. Da sehe ich Emily, mich nicht. Alles okay? Lass mich allein. Lass mich einfach allein. Keine Sorge, Emily. Es wird alles in Ordnung kommen. Nein, das stimmt nicht. Bleib mir bloß fern. Komm kein Schritt näher. Das war schräg. Wenn die mich erwischt hätten. Nein, Sally, denk nicht mal daran. Du musst hier raus. Ja, aber nur das nach der Schule abhauen und nicht mit dir spielen, das kann doch nicht sein. Also, Entschuldigung, also, dass man da sauer ist, okay, aber sich nicht retten lassen, weil man fast stirbt. Also, das sind halt so zwei Paar Schuhe, wisst ihr? Was ist das? Also eine Leiter sehe ich, danke. Aber ich weiß nicht, wo ich draufklettern muss. Dass ich nicht mal da hochklettern kann, ne? Das ist so traurig. Also ich könnte das jetzt da dran schieben. Jetzt. Hallo? Hallo?
Es geht nicht. Okay. Dann schieben wir das natürlich erstmal ein Stück weg. Ach, es geht gar nicht. Na. Kann ich da einfach so? Einverlassen, bitte, so eine Kleinigkeit für einen schon schlimm. Es geht. Nein, 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 nein. Aber du würdest dich doch trotzdem retten lassen, statt zu sterben, Lurker. Ich sag nicht, dass das eine Kleinigkeit ist, dass sie sie komplett ausschließt und allein lässt. Das sage ich nicht. Aber ich würde mich trotzdem retten lassen. Also, pissig kann ich danach immer noch sein, nicht wahr? Es gibt Leute, die sind lieber tot, als jemanden zu Dank zu verpflichten. Das sind 7-jährige Kinder oder so. Ich glaube nicht, dass die dazugehören. Das wird nützlich sein. Von deinen Lieblingsfreunden. Lurker niemals in einen Horrorfilm mitnehmen? Obwohl, Lurker wäre dann der Erste, der stirbt. Das ist okay. Lurker auf jeden Fall in einen Horrorfilm mitnehmen. Also. Das sieht hier total anders aus. Diese Statue habe ich noch nie gesehen. Obwohl, ich war dann... Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, das da... Ist ja schön und gut, aber da war noch Loot. Ich habe Loot verpasst. Ist okay. Alles gut. Ich weiß nicht, ob so ein Jason oder... Ach, Michael. Also ein Michael Myers dich irgendwie davon einschüchtern lassen würden. Aber du darfst es gerne versuchen, Luke. Oh Gott, ich hasse Puppen so sehr. Nachmittägliche Aktivitäten. Sehr schön. Ich sehe jetzt so ein... Ist das schon wieder so ein Maiskolben? So nach der Schule und so fängt es an und so. Nachsitzen mit dem Lehrer oder so. Hier ist echt viel Der Ausgang. Batterie. Er ist versperrt von was Komischem. Na klar. Was hatte ich erwartet? Oh mein Gott, ist das eine Aussparung? Verschlossen. Na klar. Der Umriss eines Vogels. Wo ist denn das für ein Spiel jetzt? Von der anderen Seite verschlossen. Verschlossen. Okay. Dafür kriege ich einen Schlüssel. Vielleicht. Wenn ich lieb frage. Hallo, Freunde. Von der anderen Seite verschlossen. Wie viele Seiten hat das Büro? Hallo. Oder ist da ein Auge? Ach so, ist ein Bild von Augen. Hübsch. Das läuft ein bisschen aus. Ich würde mal putzen gehen. Also man sagt ja immer, man passt sich an seinen Hund an vom Optischen, nicht wahr? Was steht da? You'll be happy when you're gone. Das ist aber gemein. Das ist nicht nett. Das ist nicht sonderlich freundlich, Leute. Da hinten? Ich will den Blutstein. Ich muss die fertig machen, ja. Hier war... Ging hier nicht das Kabel rein? Warte, gib mir mal so einen. Die brauche ich bestimmt. Hey, warte mal. Okay. Also. Eine Leitung. Und die ging da rein. Kann ich da... Nee, da kann ich auch nicht... Hä? Ich hab's nicht gesehen. Oh Gott. Muss denn jetzt die...
ist denn jetzt die Stromleitung? Okay, ich versuch's gleich noch. Weil ich habe an der anderen Seite verschlossen. Ah, hier geht's. Das ist einfach eine sehr lange Leitung. Das ist aber nicht die richtige. Keine Ahnung. Lass uns erstmal hier gucken, ja. Oh. Oh Gott. So. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Schlossen. Ja. Also langsam gehen mir die Möglichkeiten aus. Wir haben noch welche, aber sie gehen langsam aus. Sie ist mit einer Kette verschlossen. Wo ist Malen Zeit? Was? So viele Puppen. Ja, das ist dir früher aufgefallen, danke. Kann ich hier die Kette abnehmen? Sie ist mit einer Kette verschlossen. Gipsmaske. Schrecklich gruselig. Ich werde die nicht aufsetzen, aber vielleicht kann man sie für irgendetwas gebrauchen. Brustmahlzeit, okay. Eins der Ventile fehlt. Oh. Aber ich habe eine Leiter jetzt. Aber mit der Leiter komme ich da erst hoch, wenn das Ventil... Oh Gott. Im Büro ist ein Ausrufezeichen. Das ist bestimmt ein Ventil. Bist du der Einzige? Büro. Nach da. Bye bye. Okay. Büro. Ich habe sie gesehen, ich wusste nur nicht mehr wo. Gut. Schlüssel zum Kunstraum. Das ist der Schlüssel für den Raum, in dem der Kunstbedarf aufbewahrt wird. Vielleicht liegt dort etwas Nützliches herum. Hm. Die macht immer nach. Immer wenn ich irgendwas sage, macht die das auch nach. Ah, das ist der Kunstraum, ja. Hallo? Okay. Also das Schlimme ist, ich meine, also hier, ne? Da ist er draufgekrakelt worden. Das war halt der Feuermann, ja? Aber das Originalbild sieht auch nicht weniger. Also eigentlich finde ich das Originalbild sogar noch schlimmer. Das grüne Leuchtding, das ist unsere Batterieanzeige. Okay. Ey, ganz ehrlich, wir sind doch ein kleines Kind. Warum? Damit ich das runterschlagen kann? Also werfen meine ich. Warte mal.